Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bomba, der mit dem Däumchen nach oben und wann wir den loben und dem Energy Man, das bin ich, meine Wenigkeit. Wir haben ein bisschen wenig Licht, aber er hat umso mehr. Aber wir haben ja noch bis 17 Uhr gut Licht. So. Au, oh ja, der Stage ist yours. Ich habe hier Kabel und Daumen. Ja, du darfst noch ein, zwei Worte drin. Ja, Ach, heute ist jetzt bist du. Sonntag, wir haben Alles ausgeschlafen und uns geht es, hoffe ich, gut. Grüße in die Schweiz von Andreas Bumba. Wir versuchen einfach ein bisschen locker bleiben, schöne Themen anreißen, Unterhaltung für vier, fünf Mann. Warum auch nicht, ne, wenn es der Gesundheit uns auch gereicht. Jo. Kannst du noch mal was Ich habe einen Cola, korken? ich hab einen Cola am Okay. Start. Was hast du gesagt? Du sollst was sagen? Ich habe gerade. Ja, also es ist Okay, ich natürlich glaube, jetzt so, ist alles gut. am Sonntag, ja, was reden wir groß? Normalerweise, manche gehen ja in die Kirche. Na, in die Das stimmt. Kirche. Die anderen trinken Energies. Und ein Ja. Bierglas und hier haben wir noch Nesquik, ein Glas und eine stylische Kugel. Das haben wir heute nicht zum Nachmittag. Brille. Ja, da hinten haben wir noch ein Energy. Ich habe Schon dann leer. vorgeschlagen, komm, lass uns reden über Diverses. Rucksack. Sehr gut. Ich habe da noch vorgeschlagen, lass uns reden über Gott und die Welt. Was hältst du davon? Wirklich? Ja. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, dann trinke ich erstmal mein Männchen fertig und du drehst hier ein. Ah, nein, man, jetzt mal Erdbeeren, meine Zeit auch machen. Checkst gerade, ob der Stream geht, gell? Ja, aber ich muss ja gucken. Aber ich muss drehen und machen. Irgendwie funktioniert das alles. Ja, jetzt ist gut. So. Livestream. Habe ich da nichts gedrückt? Habe ich gedrückt? Warte mal. Live ist an. Livestream. Der läuft öffentlich. Ja, der läuft. Das ist doch alles gut. Super, super. Ja, das läuft doch alles. Ist doch okay. Ich habe wie So. immer meine Münze in der Hand. Das ist die Frau Dr. Angela Merkel. Ja, aus Berlin, die Münze, glaube ich. Und ein Taktgeberstab. So. Aus Berlin, die Münze, glaube ich. Glaubst du, du weißt es? Aha. Ich glaube es. Du glaubst es zu wissen. Ja, ich muss noch mal genau schauen. Nein, nein, das ist alles schon korrekt. Ich habe ja meine Holzgravurscheiben, da mache ich zurzeit wenig. Meine Wanderstäbe, die ich gern verschenke. Habe heute schon gesprochen mit jemand aus Luxemburg. Ist die vielleicht? Und lass es dir gut schmecken. Hieß die gute Frau mit einem Anfangsbuchstaben A Weiß ich und nicht. Internet M und Ja, Internet M? Ah, okay, dann ist das irgendwas. richtig. Ach so, danke. Ja, wir machen heute einfach einen chilligen Nachmittag. Ja. Ich habe auf ausgerechnet die Strecke, die ich gegangen bin, also waren 9 Kilometer lang, genau der Durchschnitt
von Bayreuth. Und da hätte ich dann theoretisch alle 100 Meter habe ich da einem Mann oder Frau einen Wanderstab ausgehändigt. Gell? Hat mir sehr geholfen, wieder ankommen in der Gesellschaft so ein bisschen. Wir trinken heute gesund. Wir machen einen Gesundheits-Livestream. Was ist das? Okay. Mal ein Kratzer. Ich würde ja gern mit dir wie durch so eine Jukebox surfen, ne? Dass man ab und zu immer jeder einen Musiktitel wünschen kann. Das wird schwierig. Das ist direkt Broken Arrow. Aber so Gaming-Sachen, das wäre cool gewesen wie letztes Mal. Aber, ja. Also, erzähl mal, was hast du hier? Dachdecker und was hast du hier unten reingeschrieben? Dach und Prophezie. Ja, erzähl mal die zwei Sachen. Prophezie und das Dach. Das ist noch so eine Gravurscheibe. Ja. Netitas. Ja. Steht da drauf. Und ja, das Dach, das kenne ich noch von Briefmarken. Das war Deutschland, Austria, Helvetia. Es war wie von Toblerone, Tritop, all diese Marken, Apollinaris, deuteten ein Dreieck. Und das schien eine Energie der Welt zu sein. Alte europäische Familien, man munkelt dann in der heutigen Zeit von den Illuminaten, diese hätten unterwandert die Freimaurerei, welche die Republiken auskleiden. Die sogenannte Weltverschwörung. Die eine Welt nach sich zog. One-World-Gedanke, der Weltgedanke. Und heute haben wir Internet und Republiken. So richtig kennt sich keins mehr aus. Der Herr der Welt, den gibt's nicht mehr richtig. Der ist zerteilt im Tier- und Pflanzenreich. Okay. Und die alten Führung, ich möchte mal sagen, ist abhanden gekommen. Denen wurden wir zu viele Menschen und wir müssen uns jetzt anstrengen, uns selbst ordentlich zu organisieren. Ja, so ist, also das Dach war eine schöne Geschichte. Würden wir es wieder auffangen wollen, heißt ja Dach nun von Europa Anspruch nehmend natürlich nur das Dach. Der Motor und die geistige Welt hat der Papst zu begleiten, Italien. Der Motor ist rüber Frankreich und das Commonwealth macht England bis Kanada und dann ist die Independence der USA und auf der anderen Seite die sozialen bzw. kommunistischen Länder, die Einparteienländer. So, und so hat sich das über den eisernen Vorhang zusammengehalten, dass es da eine Pyramide gab. Wir sind jetzt aber 20 Mal so viele Menschen wie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Das heißt, die Würdesetzung, durch dass wir uns weniger wert empfinden, weil wir noch 1000 Mal rumlaufen, bedingt, dass die Liebe, sogenannte Liebe, ja, Zuneigung mögen können, sich nicht im anderen da bildet, weil wir so viele sind. Das ist wie ein kleiner Teufelskreis. Und diesen zu durchbrechen, habe ich dann versucht, mit 2000 Gravurscheiben und 100 Wanderstäben was in Wirkung zu setzen, das sich sowas wie Würde in den Kontakten darstellt. Und es wurde wahr. Ich möchte jetzt nicht auf meine normalen Bloginhalte hinweisen. Das ist vielleicht auch gediehen der Zivilisation des Staatsbildern. Aber die Ewigkeit hat diese und die Angreiferdimensionen. Jetzt kommen wir zur Prophetie.
Einen Satz zur Prophetie noch, dann bin ich fertig, ja? Brutzi? Brutzi? Ja! Einen Satz zur Prophetie, dann bin ich fertig, ja? Dann ja. Bist du dran, ja? Warte. Also, die Angreiferdimension und diese Dimension haben die Ewigkeit nun geküsst. Eine Metamorphose hat die Reifheit dieser Dimension und der Angreiferdimension, die sich zerbasteln wollte, manifestiert. Ja, und das Ganze steht bei mir am Blog, beschrieben in Wort und Bild. Manifestation, ja. Nein, die Manifest. Ja, ja. Hey Leute, ich kann wieder GTA zocken, wenn ihr wollt, mit mir zocken. Einfach irgendwo kommentieren, schnappulieren. GTA können wir zocken. GTA, Red Dead Redemption. Roblox, andere Spiele auch. Ich habe bis am 8.12.2023 Online-Status. Da ich kein Internet haben habe. Doch, ich hab schon, aber egal. Ich kann aber keine Livestreams machen. Weil eben Internet haben und so. Und wenn jemand von euch mein Discord will, dann soll das so sagen und reinschreiben. Und am besten schreibt ihr dann noch euren Discord-Namen mit rein. Ja. Prima. Ja, ich möchte. Und dann. Oder ja, Bam, mein Name ist so. Und einer schreibt dann rein in die Kommentare. Hey, kannst du mich? Bla bla, du hast mich gebannt. Ja, wie ist dein Name? Kommt nichts mehr. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Ja, das. Wie viel hast denn du? Hä? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich lass mich nicht verrücken. Wer hat denn von drin? 1, 2, 3. Und warte, ihr werdet Koffer rein. Warte mal, wie geht das? Das sind Bibi und Tina, Afamedeus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Und ist der Graben auch mal so breit für Bibi? Ist das keine Schwierigkeit? Hex, Hex. Was gibt's noch für Lieder so? Old McDonald's had the farm, E-I-E-O. Rolls on the bus and round, rolls on the bus and round. Gibt's noch ein Bomba-Lied? Bumbaya, my lord, Bumbaya, Guantanamera, Bumbaya, my lord, Bumbaya, Illuminati ist wieder da, Bumba, Ramsey hat Illuminati, macht den Sitzspagati. Heute wird am Sonntag gechillt. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen irgendwo ein paar Leute holen. Egal, bei OMETV, bei Facebook. Ich kann dir doch... Nein, jetzt nicht reinreden. OMETV, Facebook, Skype, irgendwo einfach mal ein bisschen posten, ein paar Leute holen, vielleicht nochmal den Namen wieder ändern, dass man mich auch findet und da irgendwie Energy machen. Weil so wie es jetzt ist, findet man mich wahrscheinlich eh nicht. Und dann haben wir immer ein Zuschauer, zwei oder null. Also nur wenn das in deinem Interesse ist. Weil ein bisschen Zuschauer schreiben wäre schon cool, weil so ist Silence, die ganzen immer. Wir weil können... Das, wie ich meinen YouTube-Namen eingegeben habe, findet man nichts. Okay, weiter. Wir könnten auch ein Video von mir mal starten, das ich über den Bildschirm übertrage. Mit deinem cracker.nv@.com. Das bringt so viel. Was hast du? Du hast doch gesagt, da hast du ganz viele Hater bekommen.
Jetzt willst du schon wieder Werbung machen für deine Homepage? Nee, hat mein... ist wegen den Hater? Hä? Also. Nee, halt... mein nicht zu viel, nicht zu viel. Alles gut. Mein Bildschirm übertrage oder nicht? Was willst du denn jetzt schon wieder zeigen? Eine Blogseite. Ja, mach. Also, an mir liegt es nicht. Wenn dann irgendwelche Leute... die mich und dich mich kennen und dann hier Broken Arrow machen, dann zeig's sie! Ja! Ich würde es nicht tun. Okay, ich go live, ja? Hast du es? Siehst du das? Ich muss ja momenten sie ja... Das hier? Ja. Das ist vorübergehend der Treffpunkt, solange Cracker Info noch ein Problem hat. Also, fast alle Skizzen der Seo. Dann würde ich diese Seite jetzt gerade als nächstes zeigen. Da hat die Seite als nächstes auch ein Problem. Aber nicht wegen mir, weil du zu klug bist und zu intelligent und zu weiterentwickelt. Jetzt, die gucken sich das irgendwann an. Oh, wann hat der Brozi einen neuen Livestream? Wann hat ja, der neues mal Video? Halt den Teufel nicht an die Wand. Ja, nee, ich habe dir vorher gerade gezeigt, wer... Das ist mein öffentlicher Blog, zu dem stehe ich. Ja, ist gut. Seht-andreas.blogspot.com Seht-andreas.blogspot.com ist mein aktueller Blog. Ich würde es fünfmal sagen, ich würde auch deine E-Mail sagen, ich würde noch deine Handynummer noch mit... Fast alle Skizzen, Sehung ewiger Dimension und hier ist ein tolles Video. So, und das ist sehr zu empfehlen. Fast alle Skizzen. Und dann seid ihr doch schon up to date. Ich gehe jetzt wieder runter. Bei dir ist mega laut, Mann. Ich gehe jetzt wieder runter. Ja. So, es wird nicht gewürdigt. Ich brauche es nicht zeigen. Ich brauche es nicht zeigen. Ich habe es nur getan und fünfmal gesagt, komm, schreib mir da was rein. Egal, ob was Böses oder Gutes. Ich habe 200.000 Besucher im Jahr seit 20 Jahren, Alter. Ich bin ein alter Hase. Du kannst es 50 Mal zeigen. Mich stört es nicht. Ja, ich jetzt zeige keine Lust mehr. Du hast mir die Geschichte von der anderen Blog-Eintrag gesagt und was da für Leute dann gekommen sind. Und jetzt zeigst du das nächstbeste, wo sie dich auch am Arsch können. Nee, aber können sie doch nicht. Ah, okay, dann ist ja gut. Na, hör auf damit, ehrlich. Du, ja, jetzt reden wir halt einfach so ein bisschen fertig. So, ich hab kein Problem damit. Ich bin ja eh schon dran. Also jetzt denkst du, alles gut, an mir, wieso schiebst du mit den schwarzen P darüber? Sag mal, ich habe gar nichts gesagt, ich habe dir nur erklärt. Weißt du, dass du mir jetzt hinstellst, als wäre ich jetzt hier der Buhmann. Du hast mir erklärt, dass die andere Seite von Hatern angegriffen werden. Und jetzt zeigst du das nächstbeste. Und diese andere Seite wurde ja down gemacht. Und du zeigst den Leuten das nächstbeste. Wenn sie dich nicht angreifen können, ist ja okay. Wenn sie da nur schreiben können, ist ja okay. Aber nicht, dass du mir sagst, es pisst mich an, ich bin schuld. Ich bin nicht schuld, ich erkläre dir nur, dass dann wieder die gleichen das ist halt, die Internetwelt ist so, dass die da drauf pissen, wo sie können. Und wenn zwei eine Freundschaft haben, wie du und ich, dass sie eine Freundschaft brechen wollen. Und wenn du das schon selber schaffst, indem du sagst, du bist ein Böser, es hat schon keine Lust. Nein. Also soll ich jetzt doch übertragen oder wie oder was? Ich bin der Letzte, der dir was Böses will. Also gut, dann gehe ich jetzt mal. Also, guck mal, auf der einen Seite sagst du, du willst nur mit mir reden, auf der anderen Seite willst du wieder zeigen. Na, dann zeig mal lieber. Ich bin mit der Gitarre hier am Start, zum einfach so. Ja, okay, ich fahr ab, ja? Herzlich willkommen, Leute! Hörst du das? Ja, dann zeigen. Heute neue Erklärungsvideo für die Skizzen. Ich schalte um auf den Monitor und ihr werdet sehen,
wenn ich das möchte, eine bestimmte Grafik. Aber ich lasse die Details vielleicht weg, weil es betrifft das Umland. Oh. Ich zeige euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Grafiken. Eine achte habe ich jetzt noch zu zeigen. Jetzt ist sie pausiert, deine Grafik. Nee, nee, geht schon weiter. Okay. So. Das Video ist pausiert, aber jetzt geht's weiter. Also es ist eine unglaubliche Geschichte, haltet euch fest. Die unendliche Geschichte. Um kurz zu jammern, die revidieren teilweise meine Sachen in der Rückwendezeit. Ich kann nicht über alles sagen. Ein Familienbruder war bei den Bären dabei. Wir sind jetzt Werkversuch über die Familienbegriffskraftgeber NET, die NET Ordnung anheimelnd. NET Bär ist 40, 80 Jahre in die Zukunft gelaufen mit der Zusage, es geht ewig so weiter. Diese und die nächste Angreiferdimension hat jetzt auch die Ewigkeit kurz vorab. Den Verlauf dahin möchte ich jetzt da beleuchten, wo es zu sagen gilt, was zu sagen werden kann. Eine Grafik habe ich schon aussortiert. Es geht jetzt darum, das Dreieck wurde gegründet vor einem wie Großvater. Geist, der ist bis Gies hinunter. Ja, das Triank, der Hinkel und die Steintanne sind Kunstwerke, die erst manifestiert wurden. Der Freigabegeist kam über Kreuzen mit der Freigabe der geistigen Wesen, die das abgenickt haben wie in Schnell. Ja, bilde eine Spitze, als dass man meint, da ist nur einer. Beim Wegfliegen wird er schon so gedrungen angerufen, dass er nach Afrika verschwindet. Wir sind Verwandte, wir haben am fliegenden Tisch mit einer Bekannten das erste A dann gebildet. Jetzt stelle ich um auf den Monitor am fliegenden Tisch das gebildet. So, hier seht ihr das erste A. Hier seht ihr die Steintanne, hier seht ihr den Hinkel. All das war wie mit dem Rücken zur Wand, weil davor, da gibt es ja keine Dreieckambition teilweise. Nur danach, bis Giese runter und Giese blinkt, ist das zu verzeichnen, das Dreieck. Und in kurz, ich wurde hier angegriffen in der Endzeit, die war 18 vorbei, 2018. Als Vertreterlichkörper fürs Malzeichen des Dreiecks gehießen. Vom Anti-Schreck Satan sprechen Luziferphobie mal weg. Die wollten uns ausholen in den Geist scheinbar. Ich lege hier was an und dann bewegt sich's in die Stadt. Moment, ich hole mal was her. Hier in die Stadt. Matrosengasse bis hin das BGH, geh 50 Mal am Markt, um Luzifer Gottes Geistes zu bestätigen. Jetzt schaue ich nochmal was. Moment. Hier. Also, das ist der Verlauf 2010, da wurde ich angegriffen dann. Das Einzige, was mir einfällt, ist Netzwerksage vor der Luft. Die Netzwerk, da fragt mich verzweifelt die Luft, ja, was ist denn Netzwerk zur Republik hinzu? Und das ist schon der Sinn der Sache, dass wir leben, was wir brauchen. Luzifer, den Anflugskörper des Planetenrundabschlussplatzes, einer der sechs Bewusstseine, die den Planet am meisten erfasst haben. Hinter mir war nur Heiliger Geist. Unter mir waren fünf Bewusstseine. Und da war ich anteilig an diesem Körper. So. Entdecke das ca. 2020. Gehe dann 62 Mal mittlerweile dahin und bestätige sein Sein und den Anspruch, dass der Planet zusammenhalten soll. In der Zwischenzeit greift hier eine weiße Wolke an. Das ist der Plan der Dimensionen. Da, ne? Das ist das Unsere.
Da liegt der Bruder und da oben ist noch stabil gebaut scheinbar. Moment, ich muss wieder zurückklicken. Hier gehe ich 62 Mal hin und die Zeichnung hier birgt diesen Angriff. Da kam dann der Nebel rein und die Eindämmung dieses Wesens, das hat alle Menschenrecht ausgelöst. Dann das Gottes-Selber-Gefühl hergeschenkt. In Sekunden wurden wir wie Bestien, konnten nicht damit umgehen. Und dann wollten sie ans Boden auflösen gehen. Hier erscheine ich dann 62 Mal. Da ist ein anderer Andreas mit dem Großvater, da ist ein Enkel mit der Mutter und der hält dann den Boden wie Stock racht, die weg müssen. Stock racht, da fliegt ganz viel vom Pfuhl, vom Karussell weg, das Pyramidenkarussell. Jetzt in Nett und Berg gespalten, Netzwerk angeregt zur Republik Bern, oben einig, wieder. Bei Geist und Materie. Und auch laut kracht hier hinten, wie ein Manifestationszug in die Ewigkeit geht, denn ich gehe mit 100 Wanderstäben da alles verteilen, die 100 Wanderstäbe auf 9 Kilometer, habe ich die verteilt, ca. 100 statistisch Meter immer an verschenkt und da in der BGH, der fünfte war der Volltreffer, drohte man mir in Rückzeit, ihn stehlen wollen, habe ich jetzt 5 dahin gebracht und der Manifestationszug gleitet in die Ewigkeit. Ich spüre in 5 Körpern, einschließlich der Angreiferdimension, dass wir die Reife der ewigen Dimension erreicht haben. So, das war's eigentlich. Ich klicke es nochmal durch. Das ist der Kreislauf, auf den wir uns dann verlassen haben, in die Wanderstäbe, da ist zu kumulierte Aufmerksamkeit. Das ist von hinten von dem Ort 42 beobachtet gewesen, das ist feinstofflich, das Gefährt, da hängen die Zeittümpel dran, die 7 Milliarden System, andoxend oder auch eruiert, das waren die Teilnehmer. Das ist das, wie ich es gedanklich dann zusammenfassen musste, das Konstrukt. Nicht Bert, bevor es losmarschiert ist, oder wo das dann in der Zeit angesiedelt war, war mein Aura-Schrein und war mein Begehren zur Republik eine Netzwerk-Familienlösung sehen gedrungen, dass die Aura gesagt haben und dieses Vehikel praktisch losläuft. Ja. Irgendwo sind auch ganz viele Menschen Etagen verschwunden, habe ich gehört. Hier nochmal der Überblick, wo ich mich einbrachte. Hier nochmal der Blick von den Etagen, von dem kleinen wie lieben Gott. Ja. Der hat dann noch das Gottes-Selber-Gefühl. Für einen Planeten hat es immer einen wie ein Papst zu heißen, den Gott zu haben. Am besten. Hier nochmal der Überblick der Grafik. Da ging die Reise los und da war das Dreieck total angegriffen. Ich vorenthalte euch jetzt nur eine Grafik, das ist der Verlauf, wie es 21 das Dreieck in die Ewigkeit geht, haben mich ja Bruderkörper dreimal in der Todesschau, der bei die Dreiecksvernichter war, haben wir übertrumpft, ist eingedämmt worden, wahrscheinlich in Heilung, dann das Net Battle und dann die Sehung zweier Dimensionen in die Ewigkeit. So, das war's schon. Wir sind jetzt bei 9 Minuten. Ja, super. Ich hoffe, dass du auch wieder da bist. Ja, ja, Moment. Ich komme. Haben wir es noch? Sind wir noch live? Moment. So, was ist los? Hallo? Ja, ich habe jetzt schon den Stream beendet wieder. Der Filmchen war zu Ende, ja. Okay. Aber ich mache trotzdem mal weiter. Oder? Hey, weißt du, was wir jetzt machen? Ich würde sagen, machen wir trotzdem noch ein bisschen weiter. Oder wir unterbrechen an der Stelle und machen... Nein, stopp. Den Livestream können wir weiterlaufen, meine Videopflicht. Also, dann lass mich kurz... Also, meine lieben Freunde, ich beende jetzt das Video, nicht den Livestream. Wie gesagt, wenn ihr in mein Discord wollt, dann zack, kommt rein. Und ja, sagt mir unten in die Kommentare, ja, ich will auf dein Discord, ja, ich will mit dir befreundet sein.
in Discord, ja, ich will mit dir befreundet sein, auf Facebook, Skype, über. Einfach, und da könnt ihr noch reinschreiben, welche euer Lieblings-Energies. Pomegranate hier ist am Start, Brüsselin. Hm. So, dann würde ich sagen, du sagst auch noch tschüss, die Büs. Tschüss. Ja, nicht reinquatschen. Wir machen das Video schnell aus, so, aber den Livestream lassen wir weiter, okay? So, deine letzten Worte? Ja, tschüss, gehabt euch wohl. Warte mal, wir müssen mal erstmal gucken. Sind